Moin moin und hallo, mein Name ist Hoover und ich freue mich, euch zu einer weiteren Mudrunner-Folge begrüßen zu dürfen. Ja, wir sind immer noch auf Tünder unterwegs und haben endlich mal einen etwas abweichenden Auftrag von Fahre ein Auto zur Holzladestation, belade es und bringe Holz weg. Naja, sagen wir mal so, es ist nicht ganz anders, aber ein bisschen, denn wir sind letzte Folge mit dem B34 havariert. Und haben feststellen müssen, dass der D538 diesen Anhänger leider nicht anbauen kann. Ich hoffe aber, dass mir das mit dem... Jetzt muss ich überlegen für meine... wie stelle ich den erstmal hin? Ich stelle den erstmal hier nicht weit weg, dass der... C375 einfach erstmal vor den Anhänger fahren kann. Halt, Moment. Erstmal ein Stückchen zurück. Ach, der ist ja noch gar nicht angelassen. Ich Idiot. So, Allrad rein. Und dann setzen wir uns hier mal vor den, wie wir das eben auch mit dem in der vorigen Folge mit dem D538 gemacht haben. So, und dann einfach ein Stückchen zurück. Gucken wir mal, so müsste das eigentlich klappen. Der kann es aber auch nicht. Oder bin ich einfach zu dumm? Nee, ich glaube, kann er es deshalb nicht, weil er den falschen Aufsatz drauf hat und dann keine Anhängerkupplung mit hat. Aber der hat doch hinten auch eine Kupplung dran. Wie ging das denn nochmal? Oder muss ich tatsächlich irgendwie über die Winch gehen? Ich vermute einfach, dass ich den Anhänger nicht an jedes beliebige Fahrzeug anbringen kann. Ich will mal eben eine Sache testen. Das nervt mich jetzt natürlich ein bisschen. Ich fahre mal mit dem Zill. Eieiei. Ah, dieses Geräusch, das trifft mich immer wieder unvorbereitet und dann zucke ich innerlich zusammen. Ich das Gefühl habe, einer macht sich an meinem Backenzahn zugange. Ja, 13 Liter refueled, super. So. Ich will einfach mal gucken, ob der diesen IFA-Anhänger hier ausrüsten könnte. So, IFA Trailer Carriage. Also der könnte das theoretisch. Und deswegen wundert mich das. Eigentlich müsste das der 375 doch auch können, oder? Das verstehe ich nicht. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das eigentlich auch gar kein Problem. Man muss eigentlich nur aus dem Advanced-Modus dann nach rechts. Aber über die Attach Winch ist das ja auch Blödsinn. Also so schlecht liegt der doch da auch gar nicht. Nee, aber mit dem geht das hier auch nicht. So, das heißt, welche Möglichkeiten haben wir jetzt noch? Ich kann natürlich hier ewig Zeit drauf verschwenden, zu probieren, den irgendwie wegzubekommen, diesen Anhänger. Ich würde das eigentlich auch ganz gerne schaffen. Ach ja. Was können wir da tun? Was können wir da tun? Ich habe auch noch den B131 hier in der Nähe. Okay, ich habe nämlich überlegt, ob ich den 157 hierher fahre, aber den würde ich eigentlich ganz gern erstmal bei der Garage lassen. Den B131, mit dem hätten wir jetzt nicht so einen großen Stress, da mal eben vorzufahren. Ich glaube, das machen wir eben einmal, um wirklich sicher zu gehen, dass wir einfach da nicht so in der Lage sind, diesen bekloppten Anhänger auszurüsten. So, das heißt... Wir fahren jetzt mit dem mal... wo geht's denn hier runter? Direkt vor mir.
dann haben wir ja hier wirklich schon drei Fahrzeuge versammelt, um dieses Problem zu lösen. Und wenn es dann nicht klappt, ich glaube, dann, ja, dann vergessen wir es einfach. Man hätte ja nochmal probieren können, ob man überhaupt mit dem B34 in der Lage ist, diesen Anhänger wieder ranzubasteln. So. Der würde ja zumindest schon mal farblich zu dem Anhänger passen. So. Ich gehe mal auf die Bremse. Wir wechseln nochmal auf den C375. Und Moment, ein Stückchen rückwärts fahren. Nur so, dass ich hier erstmal, ja, dass ich hier erstmal an dem 538 vorbeikomme. So, das müsste doch jetzt aber eigentlich hinhauen und dann stellen wir den erstmal hier links an den Rand. So. Und wechseln dann nochmal auf den 131 und jetzt bin ich mal gespannt, ob der vielleicht in der Lage ist, den anzudocken. Der hat ja hinten zumindest auch so eine Art Anhänger, Kupplung. So, ja, guck mal. Ah, ich bin so gut. Ich bin so gut. Ist das schön? Es hat was geklappt. Und ich ja, hatte das auch noch richtig in Erinnerung, dass man da einfach in das Advanced-Menü geht und dann sich nur richtig positionieren muss. So, das heißt jetzt aber, dass der B131 dazu verdonnert ist, diese Holzlieferung zu machen. Und ob das wirklich schlau ist, das wage ich zu bezweifeln, aber hilft ja jetzt nichts. Er ist der Einzige, der das hier gerade machen kann. Und das bedeutet Folgendes. Wir versuchen uns jetzt erstmal hier so halbwegs schlau zu positionieren, dass der... Eigentlich ist das so gar nicht schlecht. Warte mal. So, ich glaube, ich lasse den mal so stehen. Wir wechseln auf den 538, gehen in den Rückwärtsgang, starten den Motor und fahren jetzt mal an dem vorbei. Ja, jetzt wird es nämlich nochmal spannend mit den Hölzern. Boah, an dieser Stelle hier dürfte nächstes Jahr nichts mehr wachsen. So, und dann muss ich mal gucken, dass ich irgendwie... Ja, so ist eigentlich nicht schlecht. Ich hoffe, ich kann von hier aus die Hölzer alle greifen. Wir bringen auf jeden Fall an dieser Stelle mal die Stabilisatoren an. Wechseln auf den Crane. Achso, Moment. Ich drücke da immer zu lange. So, und hier ist doch eigentlich die Übersicht auch nicht so wirklich schlecht. Jetzt bin ich mal gespannt. Die werde ich jetzt natürlich einzeln nehmen müssen. Sonst macht das, glaube ich, nicht so wirklich viel Sinn. Ergibt das keinen Sinn. So, das ist der erste Streich. Ups. Mach gleich das. Mach den gleich noch kaputt. Ja, das täuscht doch hier wieder die Perspektive, deswegen... Ja... Zack. Ah, ist wahrscheinlich nicht ganz so optimal, aber ich hoffe, das reicht. So, dann den zweiten. So.
gucken wir mal. Ah. Ja, dass das nicht ganz so easy peasy ist wie am Lokkiosk, das hatte ich mir schon gedacht. Ja. Naja, wir werden sehen. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch den dicken Stamm hier. Ja, hoffentlich geht das. Dass wir da nicht an unseren eigenen Truck kommen. Sonst müsste ich den nochmal ein bisschen anders positionieren. Oh, ich habe ja hier die Chance, beide zu greifen. Ah, schade. Jetzt ist er weggerollt. Aber das könnte man nochmal... Na, wir machen das jetzt mit dem einen. Kriegen wir den? Ah, das ist alles hier doch eine ziemlich stokelige Angelegenheit. So, erstmal nicht mit den anderen Hölzern da ins Gehege kommen. Lass ich ihn einfach runterplumpsen? Ja. Nein! Verdammte Naht! Okay, wer hat behauptet, dass das hier einfach werden soll? Vielleicht kriege ich ja jetzt nochmal beide mit. Jetzt. Ja. Ah, das wird schwierig. So, ich lasse mal wieder runterplumpsen. Ja, das ist ganz okay. Ich mach mal zu und versuche jetzt nochmal... Ah, jetzt habe ich natürlich nicht die beste Perspektive. Nee, ich muss tiefer. Kann ich den jetzt ein bisschen schieben? Ja. Es geht. Ein bisschen weiter schieben. Ja, so. Bisschen hoch und dann mache ich das mit dem anderen auch nochmal. Das ist jetzt hier natürlich schon ein bisschen fieser Auftrag. Ich weiß nicht, ob der da auf dem Rand liegen darf. So. Okay, also viel besser kriege ich das, glaube ich, nicht hin. Ich pack den Crane mal wieder ein und wir wechseln mal auf den B131. Motor anlassen. Wechseln hinten auf den Truck. Und da geht doch, da geht was. Guck mal. Einer liegt nicht gut. Vielleicht kriegen wir das schon hin, indem wir hier einfach nochmal ein paar Meterchen vorfahren, dass sich das von alleine so zurechtruckelt. Gucken wir mal. Sieht aber nicht wirklich so aus. Doch. Ah, ich fasse es nicht. Ja, Operation Teil 1 geglückt. Gut, die Frage ist, ob uns der gleich wieder umkippt. Aber immerhin haben wir hier ein bisschen unseren Spaß gehabt. So, das heißt, wir können eigentlich den gleichen Weg fahren, den eben der B34 gefahren ist. Das würde bedeuten, dass wir hier vorne gleich hochfahren. Ich will vorher noch einmal ganz kurz gucken. Also, der 538 hat noch... Sieht man von hier aus nicht, muss ich eben hier nochmal gucken. Der hat noch 379 Liter, den brauche ich nicht tanken. Der B131 selber hat ja den Tank dabei. Und der hat auch noch 226 Liter im Tank.
Das heißt, dann behalte ich lieber diesen Treibstoff. Ich könnte aber noch mal... Der hat ja auch noch 100 Reparaturpunkte. Der heilt sich mal selber hier. So. Ja, mehr machen wir erstmal nicht. Dann fahren wir erstmal los. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt. Und wir müssen da vorne geradeaus, genau. Dann lässt er die beiden da jetzt erstmal zurück. Und vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir mit dem diese fehlenden drei Punkte noch dorthin bringen, wo jetzt der B34 steht. Dann ist das doch eine gelungene Aktion gewesen, auch wenn wir dann kein Benzin mehr am Sägewerk haben, aber das können wir immer noch wieder hinbringen. Außerdem schreibt mir hier niemand vor, wie viele Folgen ein Let's Play haben muss. So, jetzt gucke ich aber eben doch nochmal auf die Map. Da ist Norden, genau. Wir sind eben auch... Ja, gleich kommt dieses Steinfeld, genau. Okay. Ja, der legt ein sehr gemächliches Tempo vor. Und hat das gleiche Problem wie der B34. Der kommt da nicht richtig in die Kurve rein. Oh, und jetzt kommt dieses Steinfeld. Das wird, glaube ich, eine harte Kiste. Ich fahre hier mal ein bisschen weiter links. Vielleicht klappt das ja, dass ich da nicht unbedingt durch diesen Geröllhaufen muss. Hauptsache, ich komme an dem Baum noch vorbei. So, der eine Stein ist auch nicht so schlimm. Ja, aber jetzt hänge ich hinten fest. Okay. Aber es gibt ja Winches. Sehr schön. Okay, ich glaube, das sollte schon ausreichen. Ja, da habe ich natürlich mir vielleicht auch ein Ei gelegt, weil das natürlich hinten jetzt extrem schlammig ist. So, und hier schummeln wir uns auch nochmal durch die Steine durch. Jetzt habe ich wieder mein Kurvenproblem. Das ist wirklich Wahnsinn mit der Kurve durch diesen Anhänger. So. Release. Ah, Mist. Seht euch das an, der kommt einfach nicht in die Kurve rein. Müssen wir noch mal ein bisschen anders ansetzen hier. Es liegt wahrscheinlich auch an diesem einen Stein, über den er dann rollt. Ah, okay, das könnte man mal versuchen, dass man da ein bisschen weiter zurücksetzt. Und dann vor diesem Stein die Kurve kriegt. Nee, er rutscht immer wieder rüber. Okay, das gefällt mir nicht. Dann will ich mich mal ein bisschen rüberziehen. So. Gucken wir mal, ob das jetzt klappt. Jetzt sind wahrscheinlich die Steine hinten das Problem. Okay, es ist ja überhaupt erstmal schön, dass man auf dieser Map überhaupt mal ein Problem hat. Denn vorher lief das einfach alles viel zu gut. So, jetzt hat sich irgendwas gelöst hinten. Aber ich roll immer wieder zurück. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Und habe leider auch nicht so viele Windenpunkte, die ich hier ansetzen könnte. Der wird mich, glaube ich, eher umkippen lassen. Bisschen hin und her. Ich gucke hier hinten nochmal, was, ob ich da irgendwas erkenne. Ja gut,
Da hinten links, da liegt dann natürlich der komplette Reifen im Modder. Ah, schade. So, gehen noch mal nach vorne. Und ich versuche das noch mal über die Winch. So, also viel... Ich mache noch mal diesen Baum hier vorne mit kaputt. Jetzt habe ich das Gefühl, dass auch noch mal was passiert ist hinten. Ah, jetzt geht's doch weiter. Sehr gut. Okay, das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber wir sind erstmal aus diesem Stein- und Geröllhaufen raus. Ach, das wird noch ein ganz schöner Akt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das in den nächsten 10 Minuten schaffen, hier zum Sägewerk zu kommen. Wie weit wir hier aus eigener Kraft noch den Berg hochkommen, indem wir immer ein bisschen das Lenkrad hin und her bewegen. Ja, jetzt kriegt er doch wieder ein bisschen Zug drauf. Okay. Und mussten wir hier rechts fahren? Ich meine ja, ne? Ah, ich fahre erstmal... Ja, ja, wir müssen hier rechts fahren. Dann nochmal kurz gleich auf Nummer sicher gehen. Oh, meine Güte, so. So ist Norden. Ja, hier sind wir richtig. Ich setze mir jetzt trotzdem nochmal die Wegpunkte. Also wir müssen hier hoch. Und dann müssen wir... Ist das schon der Weg? Ne, Moment mal, hier ist ja die Garage. Hier müssen wir ja hin. Das heißt... Warte mal. Ja, wir müssen hier oben lang fahren. Ja, wir müssen auf jeden Fall erstmal hier hin. Okay. Oh, nicht wieder kippen hinten. Er kippt, er kippt! Und hat seine Ladung verloren. Ich fasse es nicht. Was ist das für ein Drecksanhänger? Oh. Es ist doch alles so gut gelaufen bis hierher. Das ist ja frustrierend. Okay. Okay, okay. So ist das Leben eines Holzfällers in Russland. Ja, also der nächstgelegene Truck, der mir helfen kann, ist nicht einer der beiden C255er. Das ist tatsächlich immer noch der D538. Aber der D538 kann doch jetzt auch nicht alle 50 Meter hinter dem 131er hergurken und jedes Mal, wenn irgendwie ein Steinchen im Weg ist, wieder neu beladen. Wer guckt sich denn sowas an? Ja. Verdammt nochmal. Ja, hilft ja nix. Shit happens. Gut. Wir fahren unsere Stabilisatoren ein und hören per Funk, dass das Ding schon wieder umgekippt ist und müssen da jetzt hinfahren. Gut, machen wir. Dann kommt der doch hier auch nochmal zu seiner Screen Time. Mein kleiner, dicker Liebling. Der macht auch gleich kurz einen Prozess mit dem Steinfeld. Freue mich schon drauf.
fährt jetzt hier nämlich einfach mal über dieses ganze Geschissel drüber. Oh, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, ne? Naja, ja. Kriegt es, glaube ich, hin, ne? Ne, er fährt sich auch fest. Okay, dieses Geröllfeld, das wird mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Von der Tünder-Map. Und das, obwohl ich den Adega-Mod installiert habe, der eigentlich die Steine ja weniger heftig macht. Will nicht wissen, wie das gewesen wäre, wenn ich den jetzt nicht installiert hätte. So, der Abend naht. Das ist ja perfekt für eine Holzladeaktion mit Stämmen. Braunen Stämmen, die auf braunem Boden liegen. Naja. Ich fahre mal rückwärts an den Unfallort ran. Na. So. Denkst du, ich komme hier mal vernünftig an den hinten rangefahren? Das gibt's doch gar nicht. Und diese Bäume machen mich irre. So, jetzt aber nochmal. Ich will hier mich gerade hinstellen und möchte dann bitte gerne geradeaus zurückfahren. Kann doch nicht so schwer sein hier, Mensch. So. So wollte ich das. Guck mal, da sind ja sogar noch... Okay, wir haben noch ein paar Minütchen. Das heißt, wir können zumindest noch mal den Crane anschmeißen. Wir können das hier mal so ein bisschen drehen und gehen mal hinter den letzten Stamm. Und kann ich die ein bisschen bewegen so? Naja, den einen ja... Schade, ich hatte gehofft. Na gut, das klappt nicht so richtig. Und bevor wir jetzt hier alles kaputt machen, werde ich aber mal versuchen, ob ich vielleicht den Anhänger mit dem Kran... Naja, da spielt wahrscheinlich die Physik-Engine nicht mit. Gucken wir mal. Versuch's nochmal. Nee. Das geht nicht. Okay. Dann lassen wir dieses Spielchen mal, beziehungsweise den Crane packen wir wieder ein. Und ich wechsle nochmal den Truck und guck mal hier, ob ich eventuell... Achso, ich muss erst natürlich den Motor anlassen, sonst funktioniert das nicht. Gucken, ob ich hier eine Winch anbringen kann. Ja. Dahin und dann... Ah, das wäre schön, wenn er da jetzt... Na gut, ein Holzstück hat er mitgenommen. Die anderen liegen ungünstig. So. Ja, an diesem kleinen Abhang ist der umgekippt. Na gut, wir lösen mal die Winch. Fällt er dann gleich wieder um? Nein. Aber... Ja, also so passt mir das eigentlich erstmal ganz gut. Wir belassen es jetzt erstmal an dieser Stelle dabei. Immerhin ein Holzstück liegt schon wieder drauf und die anderen drei werden wir dann am Anfang der nächsten Folge wieder beladen. Und dann werde ich extra vorsichtig mit denen fahren, denn wir haben noch ein ganzes Stück bis zur Lumber Mill. Die andere Lumber Mill hier, die ist natürlich recht nah dran. Gut. Das sind Dinge, über die können wir uns nächstes Mal Gedanken machen. Ich hoffe, das hat
euch hier heute ein bisschen Spaß gemacht. Viel haben wir nicht erreicht, aber es ist ein bisschen was passiert. Ich würde mich freuen, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute und sage Tschüss.